Willkommen! In diesem Video sehen und hören Sie eine Einführung in das Gebiet der allgemeinen Didaktik. Dabei wird das Gebiet der allgemeinen Didaktik zunächst in den Kontext der Bildungswissenschaften eingeordnet. Anschließend wird eine innere Ordnung der allgemeinen Didaktik vorgestellt und mit zentralen Fragen der allgemeinen Didaktik ergänzt. In der Didaktik geht es um das Lehren und Lernen im institutionalisierten Unterricht. Das Wort Didaktik wird in der Pädagogik etwa seit dem 17. Jahrhundert verwendet. Der mit dem Wort Didaktik bezeichnete Gegenstand, also das Lehren und Lernen im institutionalisierten Unterricht, ist allerdings schon erheblich älter. Dabei handelt es sich zunächst um ein natürliches Phänomen, da Menschen auf die Teilhabe an der Weitergabe an Kulturgütern zwischen den Generationen angewiesen sind, um zu Menschen werden zu können. Insofern verweist Didaktik immer auch auf den Menschen. Die pädagogischen Theorien des Menschen werden aber nicht in der allgemeinen Didaktik, sondern in der allgemeinen Pädagogik diskutiert, sodass der Verweis der allgemeinen Didaktik auf den Menschen über die allgemeine Pädagogik vermittelt wird. Die allgemeine Didaktik greift also auf Theorien des Menschen zurück, indem sie auf Bildungstheorien bezogen wird. Dabei wird der Mensch als lehrendes und lernendes Wesen in den Mittelpunkt gerückt. Die Weitergabe von Kulturgütern findet nun weder durch Vererbung noch einfach nur in der Familie statt. Schon in der Antike sind Institutionen nachweisbar, in denen unterrichtet wird. Weil es das Lehren und Lernen in Institutionen schon vor der Entwicklung didaktischer Theorien gab, ist der mit Didaktik bezeichnete Gegenstand ein in menschlichen Gemeinschaften entstandenes und in diesem Sinne schon vor der Didaktik vorhandenes Phänomen. Insofern verweist die Didaktik immer auch auf bereits existierende menschliche Gemeinschaften und die vorhandenen gesellschaftlichen Bedingungen des Lehren und Lernens. Das erfolgt meist durch den Bezug auf gesellschaftlich bedingte allgemeine Ziele, wie zum Beispiel das gottgefällige Leben, den demokratischen Staatsbürger oder die Konkurrenzfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt. Ein konkretes Beispiel liefert dieser Kurs. Die Verwendung von Internetcomputern in institutionalisierten Unterricht wird häufig damit begründet, dass Internetcomputer in der Wirtschaft häufig verwendet werden und daher Jugendliche den Umgang mit Internetcomputern lernen müssen, um eine Anstellung zu erreichen. Diese Begründung wurde sehr häufig als Argument für die Verwendung in Internetcomputern in pädagogischen Institutionen, wie zum Beispiel Universitäten, verwendet. Jetzt unterliegen die gesellschaftlichen Bedingungen ebenso wie das Verständnis des Menschen einem historischen Wandel. Darum ist Didaktik immer auch im gesellschaftlichen Kontext zu verstehen. Der geschichtliche Kontext wird aber nicht in der allgemeinen Didaktik, sondern in der historischen Bildungsforschung untersucht. Daher werden in der allgemeinen Didaktik Theorien der historischen Bildungsforschung aufgegriffen. In der allgemeinen Didaktik werden nun Vorschläge und Theorien zur Verständigung zwischen Menschen in Institutionen, die zum Zwecke des Unterrichts eingerichtet werden, erarbeitet. Diese Gestaltungen greifen wiederum in die individuellen Biografien der Lehrenden und Lernenden, in das menschliche Zusammenleben und in die Gesellschaft ein. Wenn zum Beispiel das Schulsystem auch aufgrund von Vorschlägen aus der allgemeinen Didaktik verändert wird, verändern sich damit nicht nur die Erfahrungen, die Menschen in Schulen machen, sondern auch das, was in der allgemeinen Didaktik mit wissenschaftlichen Methoden untersucht wird. Daher könnte die allgemeine Didaktik als vielfältiges Beziehungsgefüge beschrieben werden, in dem das Lehren und Lernen im Unterricht ein gemeinsamer Bezugspunkt ist. Allgemeine Didaktik wäre dann als Netzwerk oder als Relationengefüge zu verstehen. Interessanterweise sind auch Sie als Menschen, die an einer Lehrveranstaltung über allgemeine Didaktik teilnehmen, ein Teil dieses Relationengefüges und das in verschiedener Hinsicht. Erstens haben Sie biografische Erfahrungen als Lernende im Schulunterricht gemacht. Dann nehmen Sie gerade an einem Unterricht teil und Sie lernen dabei etwas über das Lehren und Lernen im Unterricht. Eine Konsequenz aus dieser Überlegung ist, dass die Theorie des Unterrichts wie jede andere wissenschaftliche Theorie auch unterrichtet werden muss. Wissenschaften sind auf Unterricht angewiesen. Dabei lernen Sie als Lernende auch etwas über die Erforschung der allgemeinen Didaktik selbst. Denn das Verständnis der allgemeinen Didaktik als Relationengefüge ist nur ein mögliches Verständnis der allgemeinen Didaktik. Das theoretische Verständnis und die professionelle Gestaltung der Beziehung zwischen dem einzelnen Menschen und der menschlichen Gemeinschaft in Unterrichtssituationen kann auch ganz anders entwickelt werden.
Daher gibt es eine Vielzahl von Didaktiken, in denen auch das Wort Didaktik unterschiedlich verstanden wird. Dementsprechend gibt es verschiedene Möglichkeiten, Theorien der allgemeinen Didaktik zu ordnen, also zu klassifizieren. Im Folgenden wird eine dieser Möglichkeiten vorgestellt, um eine erste Übersicht zu ermöglichen. Innerhalb der Didaktik unterscheidet man zunächst zwischen allgemeiner Didaktik und Bereichsdidaktiken. Als erster Typ von Bereichsdidaktiken gibt es Institutionendidaktiken. Solche Institutionendidaktiken beziehen sich auf pädagogische Institutionen wie den Kindergarten, die Volksschule, die Hauptschule, die Hochschule und so weiter. Der zweite Typ, und das ist der relevantere Typ von Bereichsdidaktiken, sind die Fachdidaktiken, zum Beispiel die Fachdidaktik Mathematik, die Fachdidaktik Politikwissenschaft oder Fachdidaktik der islamischen Theologie. In den Fachdidaktiken wird die Frage diskutiert, wie bestimmte Gegenstände, wie zum Beispiel die Mathematik, die Politikwissenschaft oder die islamische Theologie, unterrichtet werden können und sollen. So viel zum Kontext der allgemeinen Didaktik. Damit komme ich zu den allgemeinen Didaktiken selbst. In den allgemeinen Didaktiken geht es um die Frage, welche Inhalte auf welche Weise wie unterrichtet werden können. Lothar Wigger unterscheidet daher Didaktik als Zieltheorie, in der es um Ziel- und Wertvorstellungen geht, Didaktik als Prozesstheorie, in der es um Lehrpläne bzw. Curricula geht und Didaktik als Handlungstheorie, in der es um Analyse, Planung, Kontrolle und Reflexion des Unterrichts geht. Wie Ziele gewählt, wie Prozesse gestaltet und wie gehandelt werden soll, ist umstritten. Daher ist auch umstritten, welche Aufgaben eine Didaktik als Wissenschaft hat. Einigkeit besteht jedoch darin, dass erstens Menschen lernen müssen, zweitens institutionalisierter Unterricht notwendig ist und drittens dabei Lehrende, Lernende und Gegenstände relevant sind. Die Beziehung zwischen Lehrenden, Lernenden und Gegenständen werden als didaktisches Dreieck bezeichnet. Das didaktische Dreieck ist eine Grundfigur, die zumindest als erste Orientierung hilfreich ist, um die verschiedenen allgemeinen Didaktiken zu vergleichen. Für den Vergleich kann dann zum Beispiel das Verständnis von Lehrenden und Lernenden, die Auswahl der Gegenstände im Blick auf Unterrichtsziele und die Beziehung zwischen Lehrenden, Lernenden und Gegenständen, die durch Unterrichtsmethoden und Unterrichtsmedien hergestellt werden, nebeneinander gestellt werden. Das kann einen Beitrag zur Entwicklung eines eigenen Verständnisses der allgemeinen Didaktik leisten. Die Didaktik ist auf allgemeine Pädagogik, die historische Bildungsforschung und die sozialwissenschaftliche Bildungsforschung verwiesen. Innerhalb der Didaktik können Institutionsdidaktiken, Fachdidaktiken und die allgemeine Didaktik unterschieden werden. In der allgemeinen Didaktik geht es um das wissenschaftliche Verständnis des Unterrichts von Lehrenden für Lernende über Gegenstände in Institutionen. Die Absicht dieses wissenschaftlichen Verständnisses kann ganz verschieden sein. Es kann zum Beispiel auf die Optimierung von Schulen im Blick auf den Arbeitsmarkt gehen, es kann um die Optimierung von Lernprozessen im Blick auf Bildungsstandards gehen, es kann um die Selbstwertung des Menschen gehen, es kann um die Gottgefälligkeit gehen oder es kann um die Emanzipation des Menschen aus entfremdenden Verhältnissen oder sogar um eine Revolution gehen. Wenn Sie mich fragen, muss es darum gehen, dem Menschen die Gelegenheit zur Entwicklung der Fähigkeit zum Treffen eigenständiger Entscheidungen, das heißt zum Setzen von Entscheidungsimpulsen zu geben. Ich kann damit, wie alle anderen auch, nicht behaupten, das einzig gute, wahre und schöne Konzept zu haben. Ich kann nur behaupten, ein mögliches Konzept zu haben. Welches Konzept für Sie möglich und welche Konzepte Sie für unmöglich halten, müssen Sie selbst entscheiden. Um sich aber entscheiden zu können, ist es wichtig, verschiedene Konzepte kennenzulernen. Und wenn Sie jetzt denken, dass das eine Manipulation ist, weil das ja genau dem entspricht, was ich vertrete, dann liegen Sie richtig. Die eigentliche These ist, dass eine solche Manipulation gar nicht vermieden werden kann, weil Sie die Entscheidung letztlich selbst treffen müssen. Letztlich müssen Sie als Mensch selbst entscheiden, was Sie tun, wie Sie lehren und wie Sie lernen sollen. In diesem Sinne viel Vergnügen.